Der hat den Käfer noch? Ja. Hä? Okay, okay, okay. Geh mal zur. Geh mal nochmal und dreh. Okay. Also, hier in der nicht mehr Donnerwolke, Sturmwolke, nee, ist jetzt alles wieder friedlich. Haben wir Story-Relevantes? Zwei Kisten hier auf einer Insel. Eine Kiste hier noch drauf. Und eine Insekteninsel laut Ingi. Genau. Gehen wir jetzt erstmal zu den Kisten. Deine Insekteninsel. Ist sie da? Hier? Nope. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hier hin. Erstmal ruhig mit dir. Genau. Ich glaube aber, dass das Story-Relevante erst getriggert wird, wenn ich auf die Insel gehe, wo ich die Suppe abgehe, dann, oder? Genau. Okay, dann ist gut, dann müssen wir nämlich hin. Was machen wir dann, wenn wir komplett fertig sind mit allen Quests? Wir werden nämlich jetzt alle Quests machen, die noch übrig sind. Wirklich alle Quests. Insofern das überhaupt möglich ist, deswegen Terry, weil wir gerade gemerkt haben, dass Terry diese Quest immer noch nicht hat. Ich meine, was soll denn da schon Interessantes drin sein? Ja, eben, Rubine. Oh, das ist jetzt etwas ärgerlich, dass ich jetzt so viele Rubine bekomme. Und ich habe die einfach gefahren. Ich hätte gar nicht farmen müssen. Das ist sehr ärgerlich. Warum habe ich gefahren, Dingy? Warum sagst du nichts? Okay, okay, ist es wirklich so, dass du erst zur Insekteninsel gehen musst? Das ist perfekt. Ist weil. Hier? Nee, nee, du machst jetzt erstmal diese zwei Dinger da oben. Also. Dann gehst du zu dieser Insel, da waren wir schon bei der Insekteninsel, aber da war noch nichts wirklich aufgebaut, deswegen. Was ist denn hier? Kann ich da durchgegraben? Ah ja, kann ich. Darf ich ihn bitte skippen? Ich habe keine Lust, gegen den zu kämpfen. Ich habe schon so oft gegen solche Viecher gekämpft, muss nicht sein. Die Musik ist so entspannt und ich kämpfe gegen so ein großes Viech. Ich sehe nicht, was über mir ist, aber wir werden es jetzt herausfinden. Aha. Wow. Hier ist eine Chest auf jeden Fall. Wow, 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 wow. What? Es gibt 5 Flaschen? Ich hab gesagt! Ich dachte, es gibt. Hä? Wann hast du das gesagt? Ich dachte, es gibt nur 4! Gerade eben! Ich habe gerade eben gesagt, ich glaube, es gab 5 Flaschen. Wozu brauchst du 5 Flaschen? Du Flasche! Ein Schild, Flaschen, zwei Dinger. Hier, Herzmedaillen. Hier ist noch, das ist das andere, ne? Viel Spaß mit dem weiteren Unverwundbarkeitstrank. Okay. Komm, bitte gib mir was Cooles. Irgendwas Cooles. Keine Rubine, keine. Du musst einen kleinen Köcher halten. Mit ihm kannst du 5 weitere Pfeile be. Achso. Wow, Late Game Stuff. Und so. Nee, warte, der fliegt hier rund und her. Lol. Ja. Ist das hier die Insekteninsel? Ja, das ist die Insekteninsel. Da waren wir aber schon mal drauf, meine ich. Ja, ja, für eine Kiste, aber da war doch noch nicht da, der Typ, der da ist. Da ist einer von Bardos Kompanen ist da drauf und den wollen wir jetzt ansprechen. Also hier ist Insekteninsel. Mhm. Hui! Au. Und jetzt? Runter? Nee. Geh mal dort, wo halt das zum Abfliegen ist. Die. Also diese Plattform dort. Oh, wo kommt die denn her? Wo kommt die denn her? Verschwindet! Achso, warte, ihr Nest kann ich mir jetzt holen. Heya! Das sind noch mehr! Ey! So, ganz viele Bienen sind so einfach zu farmen, ne? Darunter springen jetzt, Mike. Also hier rechts. Da. Jetzt. Schau mal hier, dreh unsere mal Abkürzung. Um. Dreh ich mal um. Unsere Abkürzung in die. Ja, da rein. Und da, nicht da rein, sondern da drüber. Da sollte auf jeden Fall irgendwo rumlungern, der Typ. Der Lappen. Typ? Oh, hier ist wirklich ein Typ. Der war vorher halt nicht da, der hat ihn jetzt gefunden, den Ort. Hey Mike, was für ein Zufall, dich hier zu treffen. Ich bin in diesen dichten Nebel geraten und fahr mich plötzlich auf diese Insel wieder.
Wusstest du, dass diese Insel der perfekte Lebensraum für vielerlei Insekten ist? Ich glaube, ich werde die Insekten züchten und versuchen, alle nur möglichen exotische Paare zu fangen. Hey, möchtest du dich vielleicht auch in der Insektenjagd versuchen? Ich habe ein paar für dich freigelassen. Um es interessant zu gestalten, gibt es 2 Stufen. Oh, schon wieder so ein Minigame. Wie viele gibt es hier in dem Spiel? Ich kann dich allerdings nicht umsonst frei teilnehmen lassen. Anfänger 20, Experten 50. Naja, jetzt haben wir genug Geld, ne? 2000 Rubine. Ich werde deine Zeit nehmen. Wenn du dich als flinker Fänger erweist, gibt es einen Preis. Als Experte musst du 10 Insekten aus irgendeinen 8 verschiedenen Arten fangen. Los geht's. Wie geht denn das? Jetzt folgendes: Du musst jetzt deinen Kescher rausholen. Und siehst du die Insekten da? Die musst du fangen. Es gibt so Spots. Du musst halt herausfinden, wo die ganzen Spots sind. Wo die sind. Du musst nicht alle Insekten fangen, sondern genau die, die du rechts, also die links oben siehst. Okay. Und es gibt halt spezielle Spots, wo du diese Insekten finden kannst. Ich kenne die aber nicht auswendig tatsächlich. Also du musst die suchen, diese Spots. Und die musst du halt in der richtigen Zeit abgucken. Brauche ich den? Ich brauche den nicht. Ameise brauche ich. Keine Ameise. Weiß nicht, sieht für mich aus wie eine Ameise mit einem Stein, den er trägt. Bestzeit 10 Minuten. Der sagt mir wieder nicht, was für eine Zeit ich brauche. Ich sag jetzt schon, du wirst sie halt nicht finden. Ist das richtig schwer, die Mission? Naja, du musst halt auswendig lernen, wo die Insekten alle sind. Oh nein. Oder hab ich gar keine Lust drauf. Wahrscheinlich krieg ich halt für ein Herzteil. Wo bin ich jetzt? Oh nein. Oh, das ist gut, die brauch ich noch. Merkt ihr, dass die da sind? Einfach merken, dass sie hier sind und du musst halt den perfekten Weg finden später, um das, ich glaube, innerhalb von einer Minute oder so zu schaffen. Eine Minute! Ja, der sagt dir das gleich nochmal. Hier bin ich wieder. Was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich doch verloren. Ja, oben war, glaube ich, einer noch. Oben an diesem Baum war einer. Wie gesagt, es ist halt egal, ob du jetzt fertig. Du hast gegessen, ist genug Geld. Das kann man natürlich auch machen. Einfach killen. Das ist aber nicht die Aufgabe. Das ist aber nicht Aufgabe. Ich hab das zum Beispiel nicht gemacht. Ach, der ist, dass er so rumschreit. Wer fehlt denn jetzt noch? Wo sind denn die? Ich will das überhaupt nicht machen, irgendwie. Ist da einer? Okay, da war mal einer. Oben am Baum ist, glaube ich, noch einer. Also du musst die komplette Insel musst du auf jeden Fall herausfinden, wo die Insekten wo spawnen. Kann ich einfach abbrechen? Also das ist... Ich kann's... Ja, es nervt. Ja, tut es. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ah, coole Abkürzung, by the way. Coole Abkürzung. Ihr müsst es fangen, nicht töten. Ich weiß, Ingi! Du musst auch nur so auf. Die Bienen nicht? Mhm. Oh, ich glaube, ich weiß, wo die Dinger. Die. Geh mal einmal runter. Ja. Hier ist einer. So, da ist, glaube ich. Kann sein, dass einer im Gras unten ist. Kann sein, dass die hier im Gras irgendwo einer ist. Oh. Nee, ist nichts. Guck mal da hinten, da sind da unten hinten diese Vasen. Ja. Die, davon. Da ist, glaube ich, eine Dings drin. Nee. Mike, da sind noch weitere Vasen. Ich bin gerade überlegen, wo die Könige, also die Königin war. Oh. Da ist die! Wer fehlt denn jetzt noch? Einer nur! Ja, die Gottesanbeterin, wo war diese Gottesanbeterin? Ja, Mike. Okay, die Abkürzung ist echt Schmutz. Wusstest du das? Beste Abkürzung. Ich meine, ich brauche nur 10 Minuten, ne? Ja, Mama, guck dich mal hier weiter um, Mike. Die hier? Nein. Nee, die brauche ich überhaupt nicht, das ist gut. Gottesanbeterin ist das, meine ich. Guck dich mal weiter um. Also hier auf dieser Plattform weiter umsehen. Wieso? Ich finde es einfach schön, dass du dich da hinten überhaupt nicht komplett umgeguckt hast.
wo wir zurückkommen. Da ist ja, doch gar nichts. Du musst jetzt den ganzen Weg nochmal gehen. Da ist doch nichts. Naja, du musst auf jeden Fall herausfinden, das dauert ein bisschen, ich verstehe das, wenn es ein bisschen dauert, wo die Gottesanbeterin sind für diese Quest. Das ist sowieso schon verkackt. Ja. Du musst halt einfach nur herausfinden, wo die Gottesanbeterin ist. Ist die nicht, oder? Nein, das ist ein Grashopfer. Aber ich würde auch sagen, red nochmal mit denen, damit du weißt, in welcher Zeit du das machen musst. Ja, das dann beendet ja, damit oder, das dann... Genau, hier die Dinger auf jeden Fall auch mal kaputt machen. 5,5 Minuten, okay. Not bad. Fertig, das waren alle. Du weißt aber schon, dass das nicht gerade eine Glanzleistung war. Nur das nächste Mal unter 5 Minuten zu bleiben. Nachts kaufe ich Insekten. Ja, in seinem Zimmer. Bis dann nachts. Also man braucht in dem Spiel gar nicht Geld farmen, oder? Nein, du kauft auch nur spezielle Insekten. Das heißt, du kannst dir entweder in Massen sammeln oder du gehst halt Geld farmen, aber... Du brauchst jetzt sowieso gar kein Geld mehr. Also du kannst jetzt, also ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt die Terry Quest, weil jetzt ist die Terry Quest, sollte die jetzt freigeschaltet sein. Aber das nicht wäre es, dass sie fertig machen. Du willst es halt wirklich jetzt fertig machen? Ja. Was, gibt's gar nichts? Nein, aber du musst es später für die Terry Quest machen, deswegen red erstmal mit Terry. Wie jetzt? Soll ich hier nichts machen? Nope. Noch nicht. Wir gehen jetzt her und reden erstmal mit Terry tatsächlich. Also, ich habe jetzt hier auf der Seite, hab ich jetzt nochmal genauer nachgeguckt und da steht jetzt nichts von wegen. Ja, und da steht halt nichts von wegen Herzteil. Also, es kann sein, dass es dazu gehört zu der Terry Quest später. Wenn ich das richtig jetzt sehe. Was mich auch verwirrt, weil ich bin gerade am Überlegen, wo das letzte Herzteil sein könnte bei dir. Letzte? Wo wir ein Herzteil haben. Ja, weil dir fehlt ja dann eins. Eins bekommst du von Terry. Ja, es sind zwei. Ich hab mich doppelt und dreifach verwirrt. Welches Herzteil kann ich so. Was ist das Herzteil? Oder die fehlen ein paar Kisten halt wirklich noch. Nee, guck. Es sind keine Kisten mehr übrig. Ich hab alle jetzt. Ich hab jetzt alles. Ja? Oh, Terry, was zu sagen? Oh! Immer ein spazier, verehrter Kunde! Mir scheint es nicht besonders gut zu gehen. Ach, ich kann mich nicht verstellen. Im Moment bin ich leider ein wenig beschäftigt, aber wir können uns nachts unterhalten. Legen Sie einfach ruhig ins Bett und schlafen Sie eine Runde. Okay. Wie Sie wünschen, Mr. Terry. Das sind... Boah. Also, ja. So, Ingus. Oh nein, sein Käfer ist weg. Oh, du hast in meinem Bett geschlafen. Nun, du warst bestimmt sehr müde. Ich bin ebenfalls müde, weil ich den Laden samt deinem Gewicht hierher fliegen musste. Aber vergessen wir das. Ich bin es ja gewohnt. Also, es ist so. Ich habe etwas Wichtiges verloren. Es handelt sich um den Insektenkäfig, in dem mein Dämonenkäfer ist. Ich bin furchtbar betrübt. Dieser Käfer war ein sehr seltenes Exemplar. Macht doch nichts. Ich suche ihn. Oh, meinst du das ernst? Das wäre ja wundervoll. Mein geliebter Dämonenkäfer, bitte finde ihn so schnell du kannst. Ich flehe dich an. Hätte ich einen Augenblick dafür? Nö. Ja, wir wissen auch genau, wer den hat. Wer liebt wohl auch Käfer? Hm. Ja, du musst zur Käferinsel. Das ist genau das. Wieso muss man erstmal zur Käferinsel, damit geht Terry reden und dann nochmal zur Käferinsel, um da sowas zu aktivieren? Das macht keinen Sinn. Warum muss man das so kompliziert? Weil man eigentlich sind sie davon ausgegangen, dass auf dem Moment, wenn der Erste sagt, ey, hat irgendein Typ hat die Käferinsel gemacht, auf dem Moment, dass du dich halt suchst, die Käferinsel. Und deswegen. Nee, als ob ich das mache, was das Spiel von mir verlangt. Hä? Nee. Auf keinen Fall. Hier? Nein, 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 hinter dem einen Tempel. Hier? Vom Anfang. Da. Hintereingang? Ja. So. Weil. Jetzt dreh ich mal um. Guck mal, geh da hoch. Die Pflanze da hinten hoch. Da hinten die Pflanze hoch. Nicht die Pflanze. Nicht die Pflanze, die andere! Da sollte er irgendwo doch stehen.
Da. Red mal mit dem. Da fällt mir ein, ich habe erst kürzlich hier ein paar Himmelsweiter flattern sehen, aber leider verstehe ich gar nicht von der Musik. Wenn keine Melodie, die käme mir jetzt gelegen. Geh mal her und spiel mit denen. Da hinten sind noch die Himmelsweiter, ne? Ja. Spiel mal mit denen. Hey, die sind doch nur im Dungeon normalerweise. Oh. Heiliger Kiesel, hab ich mich erschreckt! Was für eine Entdeckung! Das ist der Fund des Jahrhunderts! Dieses Siegel, das muss eine Wand der Göttin sein, ich bin mir sicher! Red mal mit ihm jetzt. Okay, weil ich zeichne Mike, für dich. Mit ihm reden. Nein! Red mit ihm! Nee, rede mit ihm! Guck, was du zeichnen sollst! Du kannst abbrechen. Oh, ich kann abbrechen. Leute, das ist gut zu wissen. Ich bin bei meinen Studien auf ein paar neue Dokumente gestoßen. Soll ich dir davon erzählen? Ja, komm, mach. Ein liegender Pfeil, gezeichnet von denen, die weit entfernte Ziele treffen wollen. Mehr konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen. Wirst du das vielleicht... Was soll ich machen? Pfeile zeichnen da drauf. Ein Pfeil zeichnen? Auf der... Wie zeichne ich hier einen Pfeil? Ja, wie sieht wohl ein Pfeil aus, Mike? Also ich würde dann zack, zack, zack. Dann wir... Dann hier lang. So. Ja. Zack, zack und dann abbrechen. Genau. Ja? Also, war zack. Zack. Jetzt geh einmal wieder zurück. Also brauchst du es noch nicht mal. Aber kannst trotzdem. Jetzt nach. Weiter hoch. Jetzt wieder zurück. Jetzt reicht es schon zurückzugehen. Dann geht's nach links. Und dann hier nach so Striche, oder? Ja. So? Nochmal, noch mehr Striche, noch ein bisschen vorne nochmal machen, vielleicht. Hier. Ja, das reicht, glaube ich. Sollte gehen. So wird das. Okay, es kommen Pfeile. Ich glaube, mein Stein pfeift! Dies sind also die Pfeile, mit denen man ein weit entferntes trifft. Hat noch nie Pfeile gesehen, oder? Als Dank für deine Hilfe bei meiner Forschung gebe ich dir das hier. Der gibt uns einfach so ein Herzteil? Okay, da ist das fehlende Herz, was Ingi von mir verlangte. Okay, wir haben ein halbes Herz. Die Wände der Götter regenerieren ihre seltsame Energie nach einiger Zeit. Hilf mir dabei, sie noch genauer zu untersuchen, ja? Okay. Kein Bock, aber okay. Aha. Interessant. Ja. Okay. Oh. Das ist Triforce. Weiß er was davon? Nö, er weiß nicht. Ingi, wo geht's lang? Okay, jetzt gehen wir wieder ins Wolkenmeer. Ich bin noch am überlegen, welche die jetzt noch, also was dir jetzt noch fehlen könnte an dem Herzteil. Oh, da gibt es nämlich noch das, da gibt es dann sozusagen das letzte, ja, das letzte Herzteil für. Also das gehen wir jetzt. Du gehst, hey, du hast doch die Dings kaputt gemacht, ne? Ja. Du hast so die Lampe damals kaputt gemacht. Dann gehst, bist du hingegangen, hast da Kürbissuppe ausgeteilt, ne? Ja. Für den. So, jetzt hast du hattest ja schon die Lyra, eigentlich hätten wir das schon längst machen können, dieses Herz erholen können. Wow. Und jetzt, wenn du jetzt halt hergehst, möchte er, dass du für ihn spielst. Das ist das letzte Herz, was für uns noch fehlt. Aber das, darauf kommt man ja gar nicht, da muss der wirklich extra nochmal hier hingehen und das dann herausfinden. Ja. Ja. Das sagt das Spiel aber gar nicht, dass du hier nochmal hingehen sollst. Naja, normal, Leute, die halt Zelda halt öfter spielen, die reden auch jedes Mal mit allen Leuten. Zweimal, dreimal, alles nochmal. Ja. Mit ihm reden? Mit dem da reden, ja. Was soll das heißen? Du hast keine heiße Kürbissuppe mehr. Erzähl mir nicht, dass du sie selbst gegessen hast. Pah, dann bringst du im Gefäß noch eine. Du hast ja gar keine leere Flasche. Du hast die... Oh nein, du hast die... Du hast noch... Mach mal die Flasche leer. Also eine Flasche. Am besten die mit einer Fee oder so. Sicher? Soll ich die Fee verschwenden jetzt? Ja. Hier, du bist frei, meine kleine Fee. Hier, Kürbisse, Kühe. Wohin? Das ist so eine Anfangsquest. Das ist von Anfang des Spiels. Ja, und ich weiß nicht, wohin du die bringen sollst. Ah, genau, bei dem einen musst du sie, glaube ich, hinbringen. Zu wer?
bei dem, der dir Schwertkämpfen beigebracht hat am Anfang, wo du das Schwert her hast. Ah. Zu dem musst du es hinbringen. Wenn das noch der ist. Ich weiß nicht, ob es mehrere gab. Es tut mir wirklich leid, dass ich die ganzen Anfangsquests, allgemein die ganzen Quests, irgendwie erst ganz am Ende des Spiels mache. Ich habe mir aber schon von Anfang an des Spiels gedacht, dass das so passieren wird. Weil ich bin nicht gut in solchen Spielen. Vor allem nicht mit den Quests. Deshalb, ja. Das macht mich schon so ein bisschen sauer, dass Mike diese Quest noch nicht gemacht hat. Weil ich eigentlich gedacht habe, dass Mike einer ist, der von dem Hück was bekommt und dann so Mike so, ja, dann machen wir erstmal das. Aber nein, Mike ist so, ja, ich hab die Quest komplett vergessen und du hast sie auch vergessen. Wir haben es aber ich vergessen. Ich glaub, du hast die schon gemacht. Du hast doch meine Videos gesehen, ne? Du hast doch gesehen, dass ich es verkackt habe, die mit Quest also aufgehört habe. Ich hab's komplett vergessen, okay? Wir haben beide vergessen. Ist halt, jetzt machen wir's, ist okay. So. Hallo Mike, übst du auch fleißig mit dem Schwert? Ha? Das klingt doch noch als geliebte Kürbisuppe! Der Besitzer der Kürbisuppe hat dich gebeten, mir was dafür zu bringen. Und du hast es einfach so eingewilligt? So ist es. Na, dann her damit, aber hol dich! Hier, du bist derjenige, der mich überhaupt hier erstmal weggebracht hat von der Insel. Hier ist mein Dank dafür. Und ein bisschen spät. Mmh, einfach lecker. Ist doch schon ein Jahr alt, aber Kürbissuppe schmeckt eben nur, wenn sie so richtig heiß ist. Gut gemacht. Bitte richte dem Besitzer der Kürbisbar meinen besten Dank aus. Dann gibt der uns Güte. Hab ich recht? Nein. Herzal? Nein. Okay, wir werden es aber jetzt sehen. Okay. Bonk. Ich weiß, es ist Hintereingang, aber soll trotzdem zählen. Hab ich recht? Ja. Skippy, du Skippy. So, Kumpel. Ausgezeichnet, du hast die Suppe also abgeliefert. Und heiß war sie auch noch. Nun, dann lass mich das kurz mit deinem Schulden für den kaputten Kronleuchter verrechnen. Hui, das reicht noch lange nicht aus, um für den zerstörten Kronleuchter aufzukommen. Ey, entspann dich, ich hab fast 2000 Rubine. Ich geb dir gern was ab. Als nächstes wirst du bei uns bei der Kürbisernte helfen und ich will keine Beschwerden hören. Hat er gerade Kürbisse gesagt? Hä? Schon mal, was ist denn toller? Ich hab doch! Na gut. Das dürfte dir leicht fallen. Du hast doch bestimmt das Kürbisfeld draußen gesehen. Ich möchte, dass du die Kürbisse in das Lager trägst. Halt reinzuhalten, dann kennt ihr ja Kabocha. Aber vergiss nicht, auf meinem Kürbisfeld wird nur tagsüber gearbeitet. Er kann schon sagen, was passiert, wenn man Kürbisse nachts erntet. Okay. Kürbisse. Viel Spaß bei einer Sache, die gefühlt jeder hasst, aber ich so, ja, ist halt eine Sache. Es ist wieder ein Minigame, oder? Hi. Dann ist es beschlossen, der Sache. Du hilfst uns also bei der Kürbisernte. Du glaubst gar nicht, wie leicht ich bin. Hast du eine Ahnung, wie schwer diese Kürbisse sind? Ach, du glaubst also, die Arbeit hier wird das reinste Zucker stecken? Hihi, dann lass uns das Ganze doch etwas spannender gestalten. Versuche 5 Kürbisse gleichzeitig zu tragen. Das geht. Aber Vorsicht, lass dir Zeit, sonst fallen sie dir auf den Boden. Okay, versuchen wir es mal. Dann lass uns Wege mit Köpfen machen. Ich zeige dir, wohin die Kürbisse gebracht werden müssen. Ja, doch einmal das Wort Kürbis hören, ne? Ich flipp gleich aus. Gib dein Bestes und trag die Kürbisse in das Lager. Wichtig ist, dass du nicht zu hektisch wirst. Versuche möglichst langsam zu laufen. Sollten die Kürbisse nach rechts zu fallen drohen, geh nach rechts. Drohen sie nach links zu fallen, bewege dich nach links. Die Bauern zu halten, ist hier das A und O. Also, by the way, also basically einfach dieses Seil-Mini-Game. In manchen Orten muss das einfach hier machen, oder wie? Gerade nicht in Panik, fang bloß nicht an zu rennen, sonst fallen die Kürbisse auf den Boden. Ich reg dir die Gaumen. Okay. Ich mach doch! Nach rechts gehen! Mike. Ich dachte, ich soll so... Na, jo. Nein, du sollst gehen. Aber ich muss nichts zahlen. Naja, die wollen ja, dass du... Ja, du musst jetzt... Wir machen den Krabbenwalk.
Ich würde tatsächlich die ganze Zeit hinter Link gucken. Hier hin? Ja, da rein. Oh, das war nicht schwer. Ich wusste, du wirst es schaffen. Du hast eigentlich alle Kürbisse ins Seil gebracht. Also dann wohl, dass es hier nichts mehr zu tun gibt. Hab vielen, vielen Dank. Das war einfacher als erwartet. Ich dachte, das wird das richtig schlimm, weil... Na, ihr wisst schon. Du bist immer noch so ein bisschen von... Stopp! Ich bin hier. Da bist du wieder! Nun, was kannst du als nächstes für mich tun? Oh, was ist das denn für ein seltsames Instrument, was du bei dir trägst? Das ist es! Ich habe die perfekte Aufgabe für dich! Aber diese Aufgabe kannst du nur nachts für mich erledigen. Würdest du dir was ausmachen, nach Einbruch der Dunkelheit nochmal vorbeizuschauen? Würdest du dir was ausmachen, wenn ich in deinem Bett schlafe? Nein? Gut, weil ich habe schon mal drin geschlafen. Dir wird's gefallen, ob du willst oder nicht! Das ist nicht sein Bett, das... Oh nein, ist so eine Bettdecke will ich nicht sehen! Mike, das ist nicht sein Bett, das ist das Bett seiner Tochter. Egal. I don't care. Oh, da bist du ja wieder, nun. Man mag es ihr vielleicht nicht ansehen, aber meine kleine Kabocha ist eine tolle Sängerin. Vor nicht so allzu langer Zeit hat sie sogar für unsere Gäste gesungen. Doch leider musste sie aufhören, da ihre musikalische Begleitung nicht mehr für uns spielen wollte. Hättest du nicht Lust, ein bisschen auf deinem Instrument zu spielen, während Kabocha singt? Warum nicht? Auszeichnet, ich wusste, dass du Musik im Blut hast. Aber streng dich an und spiel bloß nicht wie ein dahergelaufener Straßenmusikant. Also nicht? Oh Mann. Sobald Kabocha singt, werden sich unsere Gäste vom Takt mitreißen lassen. Achte darauf, deine Lyra im richtigen Rhythmus zu spielen. Oh nein, ich kann das nicht. Beobachte, in welchem Takt die Gäste nach links und rechts ruckeln und richte dein Lyra-Spiel danach. Die Richtung ist hierbei nicht wirklich wichtig. Ausschlaggebend ist nur, dass du nicht zu schnell oder gar zu langsam spielst. Sobald die Gäste aufhören, sich zu bewegen, kannst du so spielen, wie du möchtest. Hauptsache, der Rhythmus stimmt. Verstehst du? Kannst du mal erklären? Nein, Spaß. Kannst du schon. Du schaffst das schon, Kabocha! Ja, Vater, was gibt's jetzt? Das Bübchen hier wird dich begleiten, während du singst. Na los, erfreue deinen Vater mit deiner zauberhaften Stimme. Sehr geil, lass uns beginnen. Okay. Hä? Kannst du ja Wörter machen. Vorbei? Ja. Das war schön. Hey, du bist ein besserer Musiker, als ich gedacht habe. Ach, danke schön. Da habe ich dich wohl gehörig unterschätzt. Es wäre auch schön, wenn du bald wieder für meine Gäste spielen würdest. Aber nächstes Mal mache ich dir hier. Nicht schlecht, Herr Specht. Du hast dich wacker geschlagen. Nun, das bedeutet dann wohl, dass du nicht länger für mich arbeiten musst. Gut gemacht! Ich bin schuldenfrei! Jetzt darf ich Held werden! Und ich habe beschlossen, dass ich mir schon bald einen neuen Kohllöcher zulegen werde. Da ich mit deiner Leistung überaus zufrieden war, wirst du auch eine Belohnung von mir bekommen. Los, dann schon! Das Herz, was uns fehlte! Woo! Jetzt fehlt nur noch ein einziges und das ist bei Terry. Schau mal wieder vorbei! Ja. Also dann, als Gast. Das war schön, das hat mir gefallen. Das waren echt coole Quests hier.
Ich wünschte, das hätte ich ganz am Anfang des Spiels gemacht, aber... Dann haben wir alles in einer Folge gemacht, ist auch was. Oh. Ups. Kürbisse. Halt's Maul! Wusstest du, dass Oktober der... Halt die Klappe! Halt einfach deine... Er hat jetzt einen neuen Kronleuch, guck ihn gerne an. Der ist noch prachtvoller wie der alte. Also wirklich. Ja, echt schön. Und nicht nur das, diesmal kann er nicht runterfallen. Wollen wir es ausprobieren? Er wackelt schon so. Geht das oder geht das nicht? Nee, geht nicht. Ich hab's auch schon ausprobiert. Achtung, Kronleuchter, an dieser Stelle bitte ruhig verhalten. Okay, schade. Wäre lustig gewesen, wenn man dann nochmal alle Quests nochmal von vorne machen könnte. So der gleiche Text, einfach alles nochmal von vorne. Wäre lustig gewesen. Egal.